Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu dem einzig wahren Spiel, zu Monster Sanctuary. Bei mir dem Shining, der erstmal den ganzen Weg runtersegelt. War tatsächlich anders geplant, nur hatte ich die falsche Umsetzung. Ich hätte Sven gebraucht. Ich hatte nämlich den Plan, nämlich hier rüber zu segeln. Aber weil ich Sven nicht dabei hatte, hat das nicht geklappt. Warte mal, da sind Ranken. Gewisserweise, ne? Okay, die zählen nicht als Ranken. Da ist aber eine Kiste. Ein Höhlenschlüssel. Damit kann ich eine Tür öffnen, hier in den blauen Höhlen. So heißt wahrscheinlich auch die Folge. Ja, beim letzten Mal haben wir den Tempel erkundet und heute sind die Höhlen dran. Und natürlich die Tengu-Monster. Dich brauche ich. Du sowieso und Pal. Das Team steht. Zuerst den Ruhmzauber. Welchen Bonus habe ich eigentlich dazu bekommen? Zauberschild. Standhalten noch. So, dann kann ich jetzt den Eishagel auf den Tengu abfeuern. Der hat sogar einen Frosteffekt abbekommen. Und natürlich wird er direkt geheilt. Flammenschlag, oh nein. Erstmal Schild. Der Schild ist wichtig. Danach kann ich mit den Krallen den Tengu zusetzen. Ihn den Froststatus verpassen. Alles geplant. Und ihn dann nochmal in den Eishagel reinsammeln. Und ich habe das Gefühl, dass der Yeti verdammt schwach ist. Ja. Entzünden brauchen wir gleich noch. Erstmal mit den Krallen wieder den Tengu zusetzen. Oder gleich umbringen. Monster wechseln. Die sind gegen Feuer schwach. Also hole ich Hauden, weil der hat auch eine Feuerattacke. Dann kann ich nämlich den Schild hier weitermachen. Säureregen. Rüstungsbruch. Was ist denn Rüstungsbruch? Oh, das verringert die Verteidigung. Na gut, hätte ich mir auch teils denken können. Nochmal Schild. Der Schild ist jetzt auf jeden Fall stark genug. Mit Spektralflamme mache ich vielleicht tatsächlich mehr Schaden. So, mit dem Feuerklauen kann ich nochmal richtig reinsimmeln. Oh, das war ein Crit. Das war ein Crit, wie er sich gewaschen hat. Ich bin mal ausgewichen. Das geht? Sorry, ich habe einfach schon mittlerweile gar nicht mehr damit gerechnet, dass mein Charakter auch mal ausweicht. So, standhalten. Hoden hat es noch nicht drauf. Die Feuerklauen bringen den vorne tatsächlich gerade noch nicht um. Also packen wir die Kombo noch ein bisschen höher. Ja, jetzt bringen sie um. Tschüss. Na gut, ein Crit hätte natürlich auch reingehauen. Dann wäre der auch instant dead gewesen. Die Feuerklauen hebe ich mir auf. Erstmal die Spektralflamme. Jetzt entzünden. Und es ist tot.
War komplett so geplant. Ja, schon wieder kein Ei. Ich will unbedingt ein Ei von dem. Och nein. Und das klang so falsch. Hoch. Runter. Ach nee, das ist die Plattform da unten, ne? Die kann, glaube ich, auch für bleiben. Ich pack die mal alle hoch. Ich muss erstmal gucken, wie ich das basteln muss. Die muss runter, die erste. Hätte ich mir aber auch denken können. Irgendwie muss ich ja auch drauf kommen. So, die runter. Die letzte muss auf jeden Fall hoch. Weil ich kam damit nicht hoch genug. Ja, die muss höher. Ich weiß nicht, ob sich das deckt. Also, ob ich mehrmals hochdrücken muss. Deswegen drücke ich jetzt einfach zweimal nach oben. So, und hoffe, dass das jetzt von der Höhe her reicht. So. Müsste eigentlich reichen. Jawohl. Da sind wieder ein paar Tengus. Aber erst die Kiste. Ach, da fällt mir ein, ne? Wo ist es? Füttern. Die haben schon. Habt ihr schon was zu futtern? Nein. Mana. Du hast auch noch nichts zu futtern. Verteidigung, Mana und ein bisschen Gesundheit. Und du? Ja, du hast schon das, was du brauchst. Ich wäre gerade fast komplett runtergesegelt. Drei Tengus, komm, jetzt gib mir das verdammte Ei von denen. So, das Team müsste es reißen. Zuallererst Kraft, damit jeder mehr Schaden macht. Den Ruhmzauber. So, und jetzt. Jetzt wird reingehauen. Au. Das tut weh. Die wollen unbedingt Schwindtod sehen. Ich wollte gerade gucken, kann ich den Tengu safe killen? Na gut, wenn ein Crit dabei ist, ist er dead. Waren sogar mehrere Crits dabei. So, mach du deinen Eishage zuerst. Ein Crit und der ist weg. Schade. War ja auch zu schön, um wahr zu sein, ne? Ich hab gleich zum ersten Mal einen Toten. Zuerst dort. So, womit mache ich jetzt die meisten Angriffe? Mit dem Eishagel. Sogar ein Crit. Den ich mir auch hier wünsche. Hat doch prima geklappt. Und immer noch kein Tengu-Ei. Wie verbessern wir dich? Du kriegst mal eine Regeneration. Sunny. Hier sind sehr viele Feuerviecher, also kriegst du auch mal den Eishagel. Okay.
Mana-Schutz klingt für Pall eigentlich gar nicht so schlecht. Katar. Da komme ich nie hoch. Aber das Katar, das kann ich ihm hier geben. Das ist auf jeden Fall was für ihn. Crit-Chance hoch und Crit-Treffer habe ich ja schon extrem hochgejubelt. Ah, ich weiß auf jeden Fall, wie das geht. Mais. Dich humpen wir noch nicht. Ich guck mir gleich an, was du kannst. Okay. Ich brauche auf jeden Fall Pulse. Sunny ist immer dabei. Und Hoden. Erstmal standhalten. Ruhm, damit Hoden mehr Schaden jetzt reindrückt. Regeneration brauchen wir nicht. Feuer klauen und hoffen, dass es richtig reinsammelt. Oh, das hat richtig reingehauen. Das Ding kann auch Spore. Spore ist so eine starke Fähigkeit. Warum nutzt ihr das nicht, wenn ich schon die Def runter habe? Zolle erstmal wieder Schild. Das verhindert nämlich jeglichen Schaden, den ich jetzt kassiere. Ich mache einfach Luftsicher und hau den Fungi weg. So. Feuerklauen ist gegen beide stark. Der hier hat weniger physische Abwehr. Und wird direkt geheilt. Giftbombe. Der Fungi ist mega stark. Kann ich den One-Hitten? Den einen? Nee. Entzünden würde hier aber gut funktionieren. Ich mach mal Krallen und hoffe auf den Crit. Entzünden den weg, bitte. Und Feuer klauen. Hat nicht so reingehauen, wie es sollte. So, Eishagel einfach nur für die Combo. Entzünden und jetzt hoffen, dass die Feuerklauen genügend ziehen. Müssten eigentlich. Ey, komm, wir können ihn sogar zersäbeln. Ein Grummi-Ei. Na endlich. Zumindest von einem Biest. Das ist sowas von der Dave. Ich sehe da nur den Dave drin. In dem Vieh. Und nein, es gab keinen Yeti namens Dave. Da habt ihr euch verguckt. Das ist nie vorgekommen. Den Angriff hoch. Helfer. Was macht das? Das kann man dem ganzen Team geben. Ich mach mal lieber den Angriffswert von ihm hoch. Irgendwer hatte noch ein... Level Up. Ich wollte gerade sagen... Crit-Chance, ja, die ist bei dir eigentlich mega wichtig. Aber ich will bei dir mal unterstützen haben. Oh, und dann auch noch hier so eine Fähigkeit für jeden Buff noch mehr Schaden. Und? Nee. Ich will mir Dave angucken. Was kann der so? Ja, die beiden Fähigkeiten sowieso erstmal, weil die sind mega wichtig. Rüstungsbruch, Blasenexplosion. Ja, dieser Rüstungsbruch war auf jeden Fall extrem heftig. Jeder Treffer hat eine 10%ige Chance, Richtung Rüstungsbruch auszulösen. Die
Giftbombe. Das war Giftbombe Stufe 2 gerade eben. Ich hole mal die Giftbombe und auch die Wasserexplosion. Und dann hole ich noch Rüstungsschredder. Geht nicht mehr. Du kannst auch wieder herstellen, ne? Ja, kann er. Und er kann sogar ein Schild machen. Damit ist er leider besser als Yannick. Wechseln. Ich würde ja gerne wissen, ob Yannick in Zukunft irgendwelche guten Skills hat, aber das sieht man nicht so ganz. Doch, kann man sehen, aber ich glaube, die sind bei ihm nicht so gut. Ich glaube, Dave ist wirklich besser. Du bist auf jeden Fall ein Fernkämpfer. Ich habe leider gerade keine Fernkampfwaffe, obwohl ich kann Yannick seine wegnehmen. Alles ablegen. So, jetzt kriegst du die Kristallkugel. Ein bisschen mehr Mana für dich. Du kriegst noch die Ocarina. Wegen dem Highskill. Und du kriegst noch ein bisschen bessere Mana-Regeneration. Futter kriegst du natürlich auch noch eben schnell. So, und damit haben wir ihn ausgestattet. Da komme ich nicht dran. Warte mal. Ich will nochmal in das Gebiet davor zurück. Ihr wollt mir jetzt erzählen, dass es für mich keine Möglichkeit gibt, an diese Kiste da dran zu kommen. Wirklich gar keine. Irgendeine Option muss es doch dafür geben, oder nicht? Ist hier irgendwas, das ich aktivieren kann? Außer meiner massiven Dummheit. Weil ich schon wieder den ganzen Berg runtersegel. Ich weiß, da komme ich nur von einer anderen Ebene aus dran. Aber ich brauche irgendwen, der besser fliegen kann dafür. Irgendwie kommt man von links dran. Komm, dann gehen wir jetzt erstmal nach links. Und ich sag auch, wir speichern jetzt hier für heute. Beziehungsweise wir beenden jetzt hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal. Tschüss.